Guten Morgen, liebe Freunde. Gestern gab es die Überraschungsparty des Jahrhunderts. Ich bin nach wie vor, ringe ich um Worte, was mir das bedeutet hat, dass ihr alle da wart. Es war fantastisch, ihr habt mir eine Riesenfreude bereitet. Auch jene, die nicht da waren und in Gedanken da waren, weil sie krank waren oder aus irgendwelchen anderen dringenden Gründen verhindert waren und mir trotzdem Grußbotschaften geschickt haben. Es war fantastisch. Danke auch vor allem meinen beiden Brüdern, die natürlich den ganzen Wahnsinn extrem genial organisiert haben. Und ich wusste wirklich bis zur letzten Sekunde überhaupt nichts und bin komplett ahnungslos in meiner halben Krankheits-Nach-Genesungsphase in dieses Lokal gekommen, wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert. Ja, und plötzlich wart ihr da alle, meine Freunde, meine Familie, und habt mit mir meinen 40er gefeiert. Es war wirklich fantastisch. Und ich möchte euch aus ganzem Herzen Danke sagen dafür, dass ihr meine Freunde seid, dafür, dass ihr gestern da wart, dass ihr alle an mich gedacht habt. Und auch für euer geniales Geschenk habe ich natürlich auch gleich einen Namen gegeben, der, glaube ich, passt. Of course, I still love you. Wie ihr alle wisst, ist ja meine erste Drohne Just Read the Manual leider auf tragische Art und Weise im Schnee verschollen. Das wollte ich euch zeigen. Also das ist ja wirklich das allercoolste Geschenk. Eure Sprüche, die da drauf sind, sind wirklich fantastisch. Ich habe euch ja gebeten, ein paar so persönliche Zeilen drauf zu schreiben. Das habt ihr wirklich gemacht. Und die Fotos auch, die Polaroid-Fotos mit Geralds Polaroid-Kamera sind sensationell. In diesem Sinne, es steht einem fantastischen Jahr 2019 nichts im Weg. Ich habe tolle Freunde. Ich freue mich drauf, die Zeit mit euch gemeinsam zu verbringen. Und jetzt probiere ich mein neues Spielzeug mal aus.